Ja, willkommen zu Bautag 11 und 12. Heute wollen wir die ganze rechte Seite laminieren und dann kann das schön über Nacht trocknen. Und morgen machen wir dann noch die andere Seite. Mit dem Super Laminator und dem Azubi Laminator. Hier, wie ihr seht, die Lackkäste sind auch schon gemacht, aber die sind jetzt da nur provisorisch dran gesteckt, weil die müssen natürlich fürs Laminieren weg. Und so sehen die dann aus. Ups, das fällt zu gut. Das sind da echt die Radkästen. Hier ein bisschen angeschrägt. Ja, genau. Also ist das vielleicht ein 10er Radius. Ja, ja, ein bisschen geschrägt, wie Andreas geschrägt ist, das passt. Du bist hier der schräge Vogel. Hör auf, du, nein, wir sind katasmanische Tanzhörnchen. Ja, du bist auch so ein Hörnchen, du. So. So, Gerhard, wie gehen wir denn jetzt genau vor? Ich weiß es auch nicht. Okay, das ist auch schon mal gut. Nee, ich muss jetzt überlegen, wie wir das möglichst sauber jetzt nochmal die Hälfte. Im Prinzip müssen wir jetzt eine Hälfte abrollen, schön aufrollen wieder, dann Harz angeben, abrollen, laminieren, dann die andere Hälfte aufrollen, dann können wir dort Harz abgeben und wieder abrollen. Weil das Problem ist, wenn jetzt hier alles Harz drauf ist, das dann aufzurollen, das kommt nicht gut. Das ist ziemlich diffizil, das Ganze. Was ich jetzt brauche, ist etwas Langes, Großes, so wie wir das drauflegen könnten. Das da hier. Das ist genau das, was wir jetzt brauchen. So. Jetzt kann ich das Ganze so hier nehmen. Das hier drauf machen. Und das kommt hier drauf. So, jetzt habe ich eine Grundlage, wo ich wieder aufrollen kann. So, auf diesem Brett kann ich wieder aufrollen. Ich helfe dir mal. Warte. So, ich sag schon wegnehmen. Im Grunde genommen haben wir hier fast 200 Franken Verschnitt bei solchen Arbeiten immer. Okay. Man kann es noch für andere kleine Restarbeiten, aber ja, das ist immer schwierig, das perfekt zuzuschneiden. Und was kostet jetzt hier von der Quadratmeter? 55. So, erzähl mal, was muss man jetzt hier genau alles beachten? Man muss so viel Druck geben, dass es nicht verzieht, aber trotzdem genug Druck, dass das Harz durchdrängt. Und man darf auch nicht zu schnell. Und ich muss ein bisschen, darf auch nicht zu langsam, weil das Harz trocknet dann auch relativ schnell immer. Aber das Problem ist, ich kann nicht Harz nehmen, das länger hat zum Trocknen, weil sonst haben wir das Problem, dass wir morgen nicht umdrehen können. Deshalb ist es immer ein bisschen ein Kompromiss. Ich könnte jetzt einen anderen härter reinmachen, der hätte ein bisschen länger. Aber das würde dann auch heißen, dass wir morgen eigentlich gar nicht weiterfahren können. Und wenn du es einmal draufgelegt hast, wenn schon Harz drunter ist, nie mehr, nie weg. Mehr hochnehmen. Nie mehr hochnehmen, dann ist es defekt. Dann kannst du es schmeißen, das Ganze. Das muss dann nachher noch irgendwie zurechtrücken, ist quasi nicht möglich. Nee. Einzelne Fasern, das kann man. Aber wenn du es ein bisschen schräg draufgelegt hast, dann ist vorbei.
Man könnte das ganze Ding werfen oder ihr lässt es dann drin. Und es ist fast nicht möglich, das genau gerade hinzukriegen. Das ist... Das, man kann es schon, aber dann muss man anders fabrizieren und dann geht es wirklich ziemlich... Siehst du, das Lüftungsfass geht es ziemlich stark in die Kohle rein. Da musst du Formen machen, das sauber verlegen und dann mit Vakuuminfusion arbeiten, aber dann kostet so ein Wohnwagen dann 20'000 Franken oder 30'000 Franken. Das zahlt niemand für solche Späße. Und genügend Harz muss auch drauf sein, dass man dann mit dem Abreißgewebe eine schöne gedeckte Oberfläche erhält. Denn das Ziel ist ja, dass wir schlussendlich genügend Harz drauf haben, damit man nicht schleifen muss. Beim Kevlar willst du möglichst wenig schleifen oder gar nicht schleifen. 500 Gramm habe ich angemacht. Das ist ungefähr nicht ganz ein Quadratmeter. Doch, etwa ein Quadratmeter, aber das reicht nicht. Gut, das Problem ist natürlich, wenn das trocknet, kommt auch wieder viel Harz weg dann. Das musst du dir auch bewusst sein immer. Das überflüssige Harz geht dann auch ein bisschen ins Abreißgewebe rein, oder? Die ganze Seite ist jetzt laminiert. Überall Abreißgewebe drauf. Hier unten haben wir jetzt noch ein extra Stück hingemacht, aber das wird sowieso alles lackiert. Die kompletten Schrägen. Und das bleibt dann aber Sichtcarbon, die große Fläche. Und diese natürlich auch. Und die da oben von der Hutze auch. Müssen wir Radkasten, das laminiert er dann nächste Woche. Ja, das war's dann für heute. Jetzt muss das Ganze erstmal schön durchtrocknen bis morgen. Und dann können wir den ganzen Wagen umdrehen und dann machen wir dann schön die andere Seite. Was willst du von mir? Sag was. Was willst du von mir? Okay. Er ist gut gekommen, ist halt ziemlich klar, hat nicht wahnsinnig lang geht's nicht, weil etwa 3 Stunden, aber diese 3 Stunden sind halt sehr intensiv, dass es perfekt kommt. Und ich habe immer Angst, so große Flächen zu laminieren. Aber ich denke, die Arbeit ist gut gekommen und wir sehen es dann spätestens morgen, wenn wir das Abreißgewebe wegnehmen. Und wenn es nicht gut gekommen ist, gebe ich Andreas Schuld. Genau, der Zubi war's. Ja. Morgen zusammen, es ist Sonntagmorgen, draußen hat es wieder geschneit, ist schön kalt. Und wie ihr seht, das Ganze hat getrocknet, die Mischung hat geschwommen. Jetzt können wir das Abreißgewebe wegmachen. Und ich sage euch nicht, wie sich das anfühlt, aber es ist geil. Schön. Sehr schön geworden, ne? So, reiß ab, ja, ich will Popo. Das sehen. Ich halte fest. Ich fange mal hier an. Warte, ich muss ihn stellen. Hier, das stört schneller. Ja, genau jetzt. Warte, schnell, da hier. Der Andreas im Element. Ich will nicht wissen, wie Andreas seine Frau entkleidet vor dem... Genau so. Kein Problem hier. Das ist einfach vom Abreißgewebe noch ein bisschen ein Faden, der drin ist.
Aber das Ganze wird eh noch angeschliffen und dann kommt das auch noch raus. Sieht man hier ein bisschen, weil das Abreißgewebe ist natürlich nicht so lang. Das ist alles Zeug weg. Aber es sieht schön aus, hä? Ja, geil. Also wenn das geschliffen ist, sieht man das auch nicht mehr. Schön. Sehr, sehr schön. Der einzige Buckel ist hier, aber der kommt raus. Da sind die Fenster. Oh, das ist dann das Fenster, das da rauskommt. Heftig. Und hier unten haben wir das Gewebe ist nur 1,20 Meter, da müssen wir es hier ansetzen, aber das sieht man dann nicht. Das wird ja bis hier, wird Andreas dann das Ganze streichen und das bleibt sichtbar auf der Seite. Dann zeig mal den Radkasten, Gerhard. Geil, hä? Schön, schön, schön. Eine kleine, schöne Welt. Hier haben wir jetzt noch, oder hier sind wir noch am Überlegen, ob wir das gegen Null auslaufen lassen hier. Ja, einfach ein bisschen so schräg, eine Schrägerei machen. Muss ich mal nur überlegen. Schon schön, hä? Wieder da reinpasst. Ja. Top. Ja, das muss so sein. Alles andere ist ein Gebastel. Die zweite Seite ist jetzt drauf. Ist genauso schön geworden wie die erste zum Glück. Ja, zeitlich. Ja, das geht schon fast 3 Stunden, bis man das vernünftig hat. Vor allem erst mit dem Spachtel, das schön einzieht noch und dann mit der Rolle zigmal drüber, dann das Abreißgewebe drauf und dann muss man wirklich dann ganz genau gucken, dass auch vernünftig gerollt wird, dass nicht über irgendwo was hochsteht und ein Bläschen drunter ist. Aber so, wie wir jetzt sehen können, ist es einfach wieder richtig schön geworden. Ich hole euch mal ran. Es hat natürlich, dort ein bisschen mehr Harz drauf ist, hat man das Gefühl, es hat Puckel, aber es ist gleichmäßig. Ja. Auch das Gewebe, die Maserung ist wieder schön, alles gleichmäßig geworden. So, jetzt mal zu der Schwinge. Also mir sind ja da leider 2, 3 Aufnahmen abhanden gekommen. Jetzt gucken wir uns das mal genau an. Also am Fahrrad habe ich drum hier diese Schräge und das Gewinde geht trotzdem gerade rein. Deswegen muss ich bei mir unbedingt diese Teile hier auf der Fräse selber fräsen. Dann sieht man hier das mittlere Stück. Das ist noch Stahl. Und geht ungefähr bis hier hin, aber es geht einmal schon ab hier ein Edelstahlblech, was 40 hoch ist und 2 mm lang, einmal hier drinne her und dann habe ich überall reingebohrt mit ziemlich großem Bohrer, einfach gewichtstechnisch, dass man noch mehr spart. Und hier oben befindet sich ja jetzt quasi in dem dicken Stück befindet sich hier ein Edelstahlgewinde, was eigentlich waren es 2 Muttern, die ich dann an das Blech geschweißt habe. Das muss dann natürlich wieder freigeschnitten werden. Und jetzt haben wir das schon mal vorlaminiert. Und nachher kommt dann noch das Sichtcarbon drüber. Hier, das hier lackiere ich wahrscheinlich einfach dann schwarz. Und ja, es ist. Also es wird einfach die geilste Kupplung, Schwinge, Deichsel. Die Deichsel hat ja jetzt 1 Kilo gewogen. Und jetzt sind wir, glaube ich, das so. Ach guck, wiegt auch 1 Kilo. Also sind wir insgesamt beim Systemgewicht von 2 Kilo mit beiden. Jo. Für Gerhard ist das zu viel, für mich ist das tipptopp.
Also ich würde mal sagen, das hier nachzubauen, das schafft wohl wirklich fast jeder. Je nachdem, wie natürlich die Anmachungspunkte vom Fahrrad sind. Hier war es jetzt einfach wegen der Schräge ein bisschen komplizierter. Und es ist einfach eine super Lösung. Jetzt habe ich die Schwinge schön verschliffen. Jetzt muss das dann nachher nochmal gespachtelt werden. Und dann kommt dann da schön die Deckschicht drauf. Ja, das war es jetzt schon wieder für diesmal. War jetzt natürlich 2 Tage nur laminieren. Nächstes Mal, was wolltest du diese Woche noch machen? Also diese Woche, ja, vermutlich laminiere ich noch unten durch schnell diese Woche, dass unten fertig ist. Und dann mal die Fenster ausschneiden. Ah ja, genau. Und die Tür machen wir dann zusammen. Genau, und die Tür, ja. Und dann muss oben noch geschliffen, hier die Übergänge müssen gespachtelt werden. Und dann alles sauber geschliffen ist, kann man dann auch die Flächen laminieren. Damit wir dann das nächste Mal ja, noch den Rest oben vielleicht, oder muss schauen, was noch laminieren können, plus dann auch noch die Tür ausschneiden. Das ist ein bisschen das, was wir noch machen, das nächste Mal. Mit 2 sage, macht's gut. Tschüss zusammen. Bis zum nächsten. Ciao. Frohe Ostern, schöne Festtage.